Arkham wasn't built in a day. You want peace? Fight for it. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent Ranked. Wir spielen die Rüstungsmenschen das mal war wieder. So gezögert. Sie wurden ja mit dem Patch genervt. Ich würde vielleicht sogar eine Flanking. Okay, die ist gut. Brauchen wir zweimal die? Wir haben bis jetzt nichts wirklich, was Rüstung besorgt. Das ist das Doofe halt. Das heißt, ich werde mal einen ablegen. Battering Ram ist zwar ganz gut. Ich meine, wir haben die Option mit den Crewmännern, ne? Aber ich würde vielleicht doch ganz gerne eher nach einer Goldkarte fischen. Oder Trollolol. Trollolol ist Premium. Ja. Wie gesagt, wir haben das Rüstungsdeck geändert. Nicht nur das, die Änderung, die man schon kennt, sondern auch die Änderung wie Battering Ram. Haben sie den Initialschaden und den Schaden, den er nach einem Kill macht, getauscht. Also anstatt 3 Schaden und dann 2, macht er jetzt 2 Schaden und dann 3. Ich spiel mal voller Leute. Einfach weil der Morbin ziemlich gut abfängt. Trollolol wird jetzt halt keine Rüstung aufbauen, aber wir müssen Trollolol nicht unbedingt die Rüstung die erste Runde wegnehmen. Piece of Lambert. Mist, Jorvet. Das ist halt echt doof. Wir können ihn retzen, aber dann würden wir Shani verschwenden. Weil Shani Trollolol ist immer noch Beste. Ja. Wir können auch natürlich Trollolo jetzt Rüstung aufbauen lassen, indem wir die Poor Flanky spielen. Weil die wird immer jetzt durch einen Frost sterben. Es ist nicht so schlimm, dass die weg sind, weil wir haben immer noch die Battering Ramps, die wir mit Hänsel rufen können. Okay, wir spielen ein Movement Deck. Wir haben verschiedene Optionen. Wir könnten jetzt halt natürlich auch einen Thunderbolt Potion rufen. Für die. Da wird keiner sterben durch Frost. Das wäre, glaube ich, gar nicht so. I feel honored. Truly. Das ist okay. Das ist nicht schlimm. Nee. In der ersten Runde ist Trollolo sowieso immer. Ja, also man hätte ihn schon spielen können, aber wie gesagt, wir haben noch Shani. Trollolo ist ja nicht weg. Okay, er zieht die Maschine. Ne, er zieht. Okay, das ist gut. Mai. Men of Kedwin! Attack! Wir haben keine Crewman, oder? Doch, der hier ist ein Crewman. Wobei es nicht sonderbar wichtig ist. Ja, ist halt echt doof, dass wir jetzt so wenig Schaden machen, ne? Weil wir kriegen den Marksman nicht gekillt. Mm. Aber egal. Ich würde auch sagen, nach dem Play passen wir jetzt erstmal. Wir haben noch Shani zum Trollolol retzen und einen Heavy Kavalierie, um die Rüstung wegzunehmen. Oder wir spielen noch einen Hagelschumpf. Was macht der? Der End of your turn, Damage mit 2. Das heißt, wir kriegen nochmal 6, 7 Schaden. Okay. Er liegt schon eine Karte hinten. Er kann sich die Runde gerne holen, da muss er aber noch eine Karte opfern. Ist auch gut. Ja, mein Gott. Der Hagelsturm ist jetzt halt natürlich so ein bisschen nicht so toll, sage ich mal, weil wir nicht mehr so viele Karten spielen werden. Und dann leg ihn ab. Ich überlege, ob ich den Hagelsturm. Ich würde sagen, wir werfen einen Heavy Kavalier ab, oder? Okay, wir kriegen einen Weaver. Es ist halt doof, wir spielen jetzt natürlich dadurch, dass wir den. But we're broke as shit peddlers.
Reviver hat sich als ganz nützlich erwiesen. Hm. Ja. Süße. Jede Karte ist es wert. Ja. Jede Karte hat ihren Sinn. Oh. Ey, dass sie das Mulligan immer noch nicht behoben haben. Das sind nur neue Fehler. Und jetzt ziehen wir natürlich den letzten Weaver Scout. Okay. Das heißt, die letzte Karte, die wir ziehen werden, ist ein Siege Support. Oder Prinz Dennis. Hungry like a wolf, I am. Jetzt ist der Weaver Scout nutzlos. Wobei doch, wir können nochmal die Rüstung wegnehmen. Death awaits us all. Ich überlege, ob ich jetzt nochmal die Rüstung schon klaue von ihm. Werde ich wahrscheinlich machen. Weil wir können uns ja drei von denen rufen. Ja, bufft sie hoch. Jetzt schon Chani into Trollolol, ja. Wenn er den wegmacht. Sure. Ah, ist er weg, aber wir kriegen halt mehr Rüstung. Da wäre er nicht gut. Und Brand hat er schon raus. Ich glaube nicht, dass er einen doppelten Brand spielt. Okay, er kann die eh bewegen. Das ist von daher. Ich nehme Trollolo jetzt schon. Okay, er wird noch wahrscheinlich einen Hagelsturm haben. Garni Vettels, hungry like a wolf I am. Why have you summoned me? Oder Nebel, aber Nebel ist auch nicht kritisch. Overdoses. Naja, schade, Trollolo wird die Rüstung weggenommen. Ich spiel mal jetzt schon den Hagelsturm. Hm. Oder was ist besser? Zu vertrauen, dass er vielleicht noch irgendwo eine Kreatur spielt oder. Drei Rüstung. Spielt also, Hagelsturm. Ich weiß nicht, was die letzte Karte ist. Wenn es jetzt noch irgendwas ist, was ihn stark hochbufft, wie ein Commander's Horn, ist ein Hagelsturm wertvoller. Und ich meine, ob wir jetzt drei oder vier Rüstungen haben, ist kein großer Unterschied, oder? Naja. I told you so, you idiot. Ich meine, die eine Stärke, da kriegen wir, glaube ich. Okay, mehr raus. Du hättest auch einen Hagelsturm spielen können. Ich hätte, ich hab's aber nicht. So, da kriegen wir wieder 44 Punkte. Yay! Runter vom Rang, ja. Also das Rüstungsdeck funktioniert noch, aber es ist halt nicht so, dass ich sagen würde, ich spiele jetzt ganz gerne damit, sondern vielleicht ein paar Änderungen müssten noch gemacht werden. Aber es ist nicht mehr OP, was ich ganz gut finde. Weil es ist halt echt nervig, wenn du so viele Rüstungsdecks siehst. Oder wenn halt ein Decktyp überwiegt, dass du den halt jedes zweite Spiel siehst. Ja, das stimmt. Nilfgaard. Nilfgaard überwiegt nicht. Naja. Er ist Goyatel. Na gut. Wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Spiel wieder. Mal gucken, was wir dann reißen. Bis gleich. Bis gleich. Du magst mich nicht mehr. Das sowieso nicht. Hast du gedacht, ich mag dich? Ja. Ekelhaft. Furze. Oh, zum Glück ist es noch vor der Aufnahme. Das wäre so genial gewesen. Of course, friend. You've got the heart of an uncrate. Okay, wir spielen gegen Brand. Mhm. Damit willkommen zurück zur nächsten Runde. Gegen was für eine Art Deck spielen wir halt? Wenn du das nicht rausschneidest, dann darfst du es nicht monetarisieren, ne? Das weißt du. Ja, sorry. Sag du, ob ich es zeigen soll oder nicht. Ist dir überlassen. Doch egal. Ja, gut, da kommen wir auch nicht weiter. Wir haben Hunter. Wir haben ein Langschwert, wir haben zwei Schiffe und wir haben zwei Bugwar. Das ist schon mal eine ganz gute Kombi. Ich weiß nicht, aber die Retzerin gefällt mir die erste Runde noch nicht so. Wir haben einen Bär. Letzerin. Der Bär ist auch okay. Die Letzerin. Ich überlege, ob ich Restore ablege. Restore ist eine okay Karte noch in dem Deck, aber ich lege es erstmal ab. Hagelsturm. Hagelsturm könnte ganz gut werden, wenn wir gegen eine Queen's Guard spielen. Das heißt, Hagelsturm wird auf jeden Fall behalten. Ich würde sagen, wir behalten ja auch in Hand auch so. Okay. Ja, weil du weißt, wie das ist. Bei den letzten Karten habe ich jetzt mittlerweile mehr Angst, was Schlechtes zu ziehen, als was Gutes. Ich weiß gar nicht, warum. Ich meine, wir ziehen doch sonst immer alles schick. Ist jetzt halt nur doof, wenn er unser Langschwert killt, können wir es nicht wiederbeleben, weil wir die Retzer abgeworfen haben.
Aber ich gehe mal von dem Queensguard-Deck aus. Spektus. Oder von auch diesem Mix-Deck. Und dann ist es halt eh schwer, die Karte zu töten, sag ich. Ja. Mal so. Okay, der Dürre wäre jetzt eigentlich auch nicht schlecht, oder? Ich spiel doch. Ja, wenn er dann passt, haben wir zwei Karten, liegen wir zwei Karten hinten. I once lopped off three heads with one blow. Das ist halt so das Problem, ich will Dürre halt spielen, wenn ich weiß, dass wir eine lange Runde haben. Hm. Und Dürre könnte nächste Runde ganz gut werden, wenn Morvak wieder kommt, dann können wir den nicht so oft killen. Ja, jetzt siehst du, das ist halt so. Wir würden ihm mit Dürre jetzt einen Hochbuff. Wenn er allerdings noch ein Schiff spielt, wäre es okay. Yo ho, yo ho, mal sehen, ob er ein Schiff spielt. Er spielt ein Schiff, okay. Das ist jetzt Dürre. Weil Dürre wird wahrscheinlich, glaube ich, immer das Schiff angreifen. Ja, Dürre wird jetzt immer das Schiff angreifen. Und zur Not haben wir noch Eskel, um den... Eskel! Ja, um ihn wegzumachen, sage ich mal. Okay, er spielt Brand. Okay, er will das Schiff beschützen. Ist interessant, dass er seinen Morvak nicht schützen will. Gut, der kommt zwar immer wieder, aber... Wenn er Zerris jetzt im Friedhof, wahrscheinlich Zerris im Friedhof gelegt haben, ja. Okay, und er spielt Queensguard, siehst du? Das heißt, ich spiele jetzt mal den Bär aus. Dann kommen wir mit Fred. Jetzt stirbt Morvak halt einfach in jeder Runde. Das heißt, wir sollten vielleicht versuchen, die erste Runde zu gewinnen, dass wir in der zweiten Zerris rauslocken können, dass er sie vielleicht nicht für die dritte Runde hat. Aber wir müssen mal gucken, was er spielt. Das lässt sich immer leichter sagen als tun. Wie immer. Glory to you. Okay. Yennefer wäre jetzt eigentlich ganz gut. Yennefer. Aber wir hätten die ganze Zeit schon den Hunter spielen müssen. I promise you a quick death. So, Morvak kommt jetzt noch einmal wieder und jetzt stirbt er gültig. Endgültig. Endgültig. Mhm. Also ich habe die ganze Zeit vergessen, den Hunter zu spielen. Das ist halt echt doof. Der hätte schon mehr Stärke haben können. Wir haben immer noch Power-Runde mit Fred. Und wir haben immer noch Yennefer, die uns mehr bringt. Ja, ja. Ja, Magelsturm, letzte Runde für die Queensguard. Calm yourselves. Okay, er lockt. Wir können ihn nicht entlocken, das ist halt doof. Auch keiner passen will. Ich überlege, ob ich jetzt einfach mit Eskel sein Großschwert weghaue. Das Problem ist halt, Eskel wäre auch noch für die nächsten oder letzten Runden ziemlich gut. Eine weitere Option wäre es halt, Fred zu spielen. Ich glaube, wenn wir jetzt Fred rausholen, wird der passen. Weil die Stärke kriegt er nicht wieder aufgeholt. Ist ja nicht schlecht. Und das wäre, glaube ich, jetzt für uns die beste Option. Dann hätten wir noch Hagelsturm und Eskel für die letzte Runde. Nur mal sehen. Er wird er nicht mehr. Er liegt 32 Punkte hinten. Ich würde jetzt auf jeden Fall nächste Runde passen. Wenn er jetzt noch was spielt, soll er noch was spielen. Ja. So. Wir haben noch Eskel. Wir haben Yennefer. Wir haben noch ein Schiff und einen Burgwahnder. Okay, ich würde ganz gern... Ulrich spielen, aber... Den hast du nicht. Haben wir nicht auf der Hand. Greymist.
Graymas wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Also Retzerin würde ich auf jeden Fall behalten. Graymas wäre ganz gut, dann können wir die Retzerin zum Elver Bär machen. Ja. Ich behalte die jetzt mal so. Versuch mal jetzt eine längere Runde zu spielen. Wobei, ist es gut, eine längere Runde zu spielen? Eigentlich nicht. Na, wobei, er ist auch abhängig von den längeren Runden, ne? Er ist abhängig von den kürzeren Runden. Er kann damit Queensguard einfach alles retzen. Ceres so, kommt wieder und so weiter und so fort. So, das heißt, ich passe jetzt. Er muss noch eine Karte spielen. Er legt schon mal eine Karte hinten und er fängt nächste Runde an. Ist besser, als wenn ich jetzt noch irgendwas spielen würde. Immer diese Hybrid-Decks. Ja, wobei, die funktionieren doch. Natürlich funktionieren sie. Ist also die Frage, ob sie auch so funktionieren. Bow before modern Freya. Okay, ich bin eine Retzerin. Was holt er wieder? Ein Skirmisher? Okay, das ist halt noch Skirmisher, Queensguard. Queensguard sind sie auch noch, oder? Skirmisher, Queensguard sind ja immer noch Melee-Reiter. Das heißt, der Hagelsturm ist ziemlich gut noch. Ich hätte vielleicht noch ganz gerne einen Wild Boar oder eine Siegfrieda. Siegfrieda wäre Premium. Großschwert ist auch nicht schlecht. Dann können wir halt... Wir haben schon die Kombo so auf der Hand und wenn er irgendwas kaputt macht, können wir halt immer noch was retzen, weißt du, um die wiederherzustellen. Ja, komm. Nein. Bevor wir jetzt schlechter ziehen, weißt du, nachher ziehen wir noch irgendwie noch ein leichtes Langschiff. Oder wir ziehen Uldarek. Ja, schön. Ja, stimmt, Uldarek wäre halt noch... Also es wäre halt so eine 50-50-Chance gewesen, aber ich finde, das ist okay. Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, es ist mittelmäßig und es reicht mir. Lugos will be burst in my pride. Er wird wahrscheinlich die... Was hat er abgeworfen? Nichts, was er retzen kann? Queensguard hat er auch nicht abgeworfen. I once lopped off three heads with one blow. I make the laws here. Mach ihn kaputt. Okay. Weißt du, für den Fall... Der ist gelockt. Wieso ist der gelockt? Den hat er gelockt. I once lopped off three heads. Aber der wird ja entlockt, wenn er geritzt wird. Glücklicherweise. Das finde ich halt auch noch, das könnten sie ändern. Weil das macht halt wirklich so die Lockkarte ein bisschen... War das nicht auch schon mal so? Eigentlich nicht, nee, ich glaube nicht. Nee, oh, es kamen schon so viele Änderungen. Das Schiff ist ein gutes Ziel für Eskel. Need a good slapping. Ja. Ceres ist eigentlich egal, weil wir wurden von Hagelsturm eh nicht mehr getroffen. What is it? Ich überlege nur, ob ich jetzt halt das Schiff schwächen soll, wobei das Schiff wird ja eh weggehen. Also, das, ob ich jetzt das Schiff schwäche, ist im Prinzip egal. So. Es ist eigentlich vollkommen egal, was ich angreife in der letzten Reihe. Aber die würde ich für den Hagelsturm behalten und die würde ich ganz gerne buffen lassen mit dem Schiff. Weil wir werden eh nicht mehr als 4 Runden spielen. I suppose. And the end. Bösartig, ja. Have you nothing better today? Wir machen einfach hier, zack. Machen die zum Bär. Ich glaube, wir haben immer noch einen kleinen Vorteil. Den haben wir aber. Bow before modern Freya. Okay, er retzt die 12er oder er retzt das Langschwert. Ah! Antreit! Ja. Die Queensguard wirken jetzt gar nicht mehr so bedrohlich. Nee. Wobei, wenn wir hier was mit Eskel weghauen, ist das halt auch nicht so schlimm. Wir könnten halt mit Eskel... Könntest aber da oben Hagelsturm machen, dann kommst du auf alle Fälle. Wir könnten jetzt auch erstmal Yennefer spielen und gucken, was er retzt. Weil Yennefer wird jetzt mehr Ziele von ihm treffen als von uns, weil er viel mehr Kreaturen hat. Das heißt, wir spielen jetzt erstmal Yennefer, weil ich will nicht, dass er, wenn er den Smack machen und er hat noch eine Retzerin auf der Hand, ist das halt extrem doof.
glaube, es ist sogar besser, das Schiff wegzumachen, weil das Schiff hat jetzt schon mehr Stärke, sag ich mal. Wobei, er resettet sich halt. Der hat noch einen Hagelsturm, wir haben auch noch einen Hagelsturm. Boah, ist jetzt echt... Jetzt müssen wir mal gucken, was wir wegmachen. Kannst du das Schiff denn jetzt überhaupt wegmachen? Ich kann auch mit Eskel was anderes wegmachen, wobei nur die 6er Queensguard und dann nächste Runde den Hagelsturm auf die hier machen. Dann würde das reichen. Müsste eigentlich, oder? Weil er wird sich nur noch einmal resetten. Das ist nächste Runde. Dann Hagelsturm und dann ist vorbei. Lass mich mal kurz das heißt, rechnen. Wir könnten den nochmal die Hälfte abziehen. 12. Also mit Eskel kriegen wir schon 13 dazu. Und dann, das reicht locker. Ja, ja. Sure. No problem. Dann machen wir die hier weg. Er resettet sich nochmal. Wir treffen einen 13er und einen 14er mit dem Hagelsturm. Reicht das? Es reicht! Es reicht um eine Stärke! Ja, siehst du, ganz easy, habe ich doch gesagt. Ja, mein Gott. Da wird mal die Buchse zusammengekniffen. Jetzt hat er einen Tangahn. Oh, Junge. Der Strip ist schon in den Arsch backen. Ja, war knapp. Boah. Ich würde sagen, das war so weit in der Runde Gwent. Mit einer Runde Gwent wenkt, aber ich mag das, wenn es so spannend ist. Vor allem, wenn es halt wirklich so knapp ist. Das ist dann halt immer so ein schönes Spiel. Wir sehen uns morgen wieder mit einer neuen Runde, mit einer neuen Doppelrunde. Aber jetzt gibt es erstmal noch zwei Kartenfässer. Wer sie sehen will, kann gerne dranbleiben. Und wer nicht, der schaltet ab. Bis dahin, haut rein, ciao. Ciao. Oh. Junge, Alter. Ist bestimmt eh nichts Tolles drin. Ich habe übrigens, als der Patch rauskam, drei Kartenfässer aufgemacht. Ich habe das nicht voll gemacht. Wir haben noch eine legendäre Karte bekommen. Wow. Wobei wir haben halt nur Burner Brun bekommen ohne Animation. Das ist jetzt keine neue Karte, aber es ist halt. Wir werden halt wahrscheinlich kein Legendary kriegen, sag ich mal. Wir werden auch, glaube ich, nichts Tolles kriegen. Aber wir haben schon viele Karten. Das ist halt der Vorteil. Ich glaube, fast sogar alle, die spielbar sind. Und, oh, guck mal. Oh, guck mal, Prinz Dennis animiert. Sehr schön, gleich austauschen. Wir haben doch nochmal ein Upgrade bekommen. Das war es soweit mit Grand Ranked. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.